Ja gut, aber dann kann man vielleicht doch mal kurz erzählen, was es hier für Viecher gibt, nämlich den Schwarzspecht. Das ist er da. Der ist aber eigentlich gar nicht so selten. Also den gibt es auch im Wirtschaftswald. Nicht so häufig. Aber ich hätte da jetzt eher den Wanderfalken draufgeklebt auf dieses Plakat. Egal. Dann gibt es noch diesen Gesellen hier. Der ist tatsächlich nicht so häufig im normalen Wald. Das ist definitiv was, was selten ist und was hier vermehrt vorkommt. Und das ist natürlich auch schon ein sehr prominenter Käfer, so ein Hirschkäfer. Wenn man sich von dem übrigens in die Nase oder ähnliches zwicken lässt, das tut richtig weh und kann sogar bluten. Ganz schön böse, die Viecher. Na gut, man muss sie auch nerven, damit sie einzwicken. Von daher können sie dann ja eigentlich nichts dafür. Wenn jetzt übrigens jemand wirklich lesen will, was da steht, dann kann er jetzt auf Pause drücken und das tun. Hier gibt es zwei Wege. Den langweiligen und den spannenden. Welchen nehme ich da wohl? Ui, spannend. Wahnsinn. Müsste man nicht mehr viel bauen, um einen Notunterschlupf zu haben. Hui, was zu trinken. Naja, ich glaube, ich trinke wieder was aus meiner Flasche, das ist besser. Euch nicht den ältesten Baum weit und breit vorenthalten. Das wäre nämlich diese großartige, immer noch super vitale Eiche hier. Früher hatte die auch mal ein Schild, wo drauf stand, wie alt sie eigentlich ist. Leider gibt es das nicht mehr und ich habe es vergessen. Also aus dem Mittelalter stand sie definitiv. Also 500, 600 Jahre, könnte ich mir schon vorstellen. Boah, doch. Leider wäre auch ein 300-400 Jahre Szenario vorstellbar. Hängt davon ab, ob sie jetzt da gerade einen besonders wüchsigen Flecken Erde erwischt hat oder halt eben nicht. Schwer zu sagen, ohne das Ding jetzt anzubohren, finde ich das wahrscheinlich auch nicht raus. Und ich habe keinen Bohrer dabei. Und es wäre. Ich glaube, da werden mich diverse Leute hassen, wenn ich jetzt anfange, da ein Loch einzubohren. Aber Leute, so stellt man sich doch einen Urwald vor. Huh? Das ist doch mal ein deutscher Urwald. Also ist es nicht, aber so stellt man ihn sich vor. Jo, also ich hocke jetzt auf dieser äußersten dieser Felsnadeln, die ihr gerade schon so ein bisschen gesehen habt. Das ist, denke ich, die Hauptattraktion, weshalb man auf den Battert kommt und hier rumschleicht, eben wegen der tollen Aussicht und wegen dieser tollen Felsformationen, die es hier eben gibt. Ich möchte euch jetzt erstmal ein bisschen erklären, wie denn sowas Felsenmäßiges zustande kommt. Woher kommen diese mehr oder weniger freistehenden Felsnadeln? Ich zeige es euch nachher gleich noch ein paar. Noch mal ein bisschen genauer und schleicht dann noch ein bisschen durch. Aber ich dachte, jetzt wird es erstmal Zeit, dass ich mal erkläre, worum es sich dabei eigentlich handelt. Das ist durch Kieselsäure, Verkieselung, härteres Gestein als das Gestein der Umgebung. Also
verkieseltes, rotliegendes, kann man sagen. Eigentlich heißt das ganze Zeug rotliegende. Das Rotliegende. Rotliegendes gibt es eigentlich nicht. Das ist eigentlich keine wissenschaftlich korrekte Bezeichnung. Aber das ist jedenfalls ein Sedimentgestein, im Prinzip ein Sandstein jetzt hier in unserem Fall. Und ist entstanden, als halt eben in einem entsprechenden Meer sich Sand abgelagert hat, der dann da unten auf dem Boden rumlag. Dann ist Folgendes passiert. Ein Vulkan ist ausgebrochen und hat kieselsäurehaltiges Material in dieses Meer reingeschmissen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es zu diesem Zeitpunkt noch ein Meer gab. Ich glaube aber schon. Und jetzt muss man wissen, das, was jetzt die Buttert-Felsen sind, war vorher so eine kleine Senke im Gelände, also so eine Kante eigentlich mehr. Und in diese Kante rein, in diese Senke, ist halt dieses kieselsäurehaltige Material nach dem Vulkanausbruch gepurzelt und hat dann da entsprechend Kieselsäure abgegeben, die nach unten gesickert ist. Und dieses Stückchen Fels an manchen Stellen eben mit Kieselsäure getränkt. Kieselsäure kann man sich jetzt so vorstellen als Beton sozusagen, der in die Zwischenräume des Sandes halt quasi, den da so ein Sandstein ja ursprünglich mal war, in die Zwischenräume gedrungen ist und hat das einfach quasi zusammengebacken. Wir haben also im Gegensatz zum Sandstein der Umgebung hier einen zusammengebackenen Sandstein, der dann natürlich noch mal härter ist als der umgebende Sandstein und damit der Verwitterung, insgesamt den Naturgewalten, wenn man so will, einfach stärker widersteht und besser widersteht, als das beim normalen Sandstein der Fall ist. Warum jetzt aber ausgerechnet so einzelne Türme bei dieser Verkieselung entstanden sind, das weiß ich leider auch nicht. Da müsste man jetzt den Geologen fragen. Mich würde selber auch sehr interessieren, aber ich habe auch bei meinem Versuch hier zu recherchieren, wie denn sowas entstanden ist, nicht viel mehr rausgefunden als das, was ich euch gerade erzählt habe. Den genauen chemischen Ablauf der Verkieselung können wir uns sparen, das hilft uns ja auch nicht weiter, um rauszufinden, warum sind nur so einzelne Türme quasi betroffen von dieser Zusammenbackung und das Zeug drumherum nicht. Das würde mich halt schon sehr interessieren. Das hat auch nichts mit dem Gletscher zu tun, diese Strukturen hier. Keine Ahnung. Wenn hier ein Gletscher drüber gegangen wäre, über diese Berge, dann wäre dieser Fels jetzt komplett weggeschliffen. Also da kann der noch so hart sein. Obwohl, na vielleicht doch, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn mir jemand erklären kann, wie solche Dinger hier zustande kommen, bitte gerne. Da bin ich jetzt mal überfordert, muss ich ausnahmsweise mal zugeben. Aber schön sieht es in jedem Fall ja aus. Und in irgendeiner Weise ist es so auch gewesen, wie gerade geschrieben. Und da wir hier gerade schon an einem Punkt mit schöner Aussicht sind, was ihr jetzt nicht seht, solltet ihr das jetzt euch nochmal angucken und euch mal ein bisschen anschauen, wie schön mein Schwarzwald denn ist. Und in dieser Region hier sogar mit Steinen. Und weiter unten hat es Bärlauch. Und was haben wir noch Tolles? Tannen. Und Kastanien, ganz viele. Mhm. Und was haben wir noch? Ich glaube, das war's. Steine habt ihr im Norden ja auch, sogar Flintstein. Impressionen! Das, was da glänzt, ist der Rhein. Also das da, hier, da. Ne, also hier Rheinebene, da sogar mit Rhein, hier, da das Helle und das da hinten, das ist schon wieder das nächste Gebirge, das sind die Vogesen. Und das dazwischen ist halt eben die Rheinebene und das ist der eingebrochene Oberrheingraben quasi. Jawohl, hier mit Rhein. Da macht er eine Kurve, deshalb ist er da so breit. Also das sieht nur so aus, der ist nicht wirklich breiter. Und das ist mein Schwarzwald, der Nordschwarzwald. Die Stadt ist übrigens Baden-Baden. Geht dann da hinten in die Rheinebene über, aber die sehen wir nicht, weil der Baum davor ist.
Also das wäre schon echt was, wenn man jemanden kennen würde, der einem erklären kann, wieso dieses Ding da steht und dazwischen nichts. Wir sind hier im niedrigen Nordschwarzwald übrigens immer extrem spät dran mit Heidelbeeren. Also ihr seht kein einziges Exemplar hier irgendwo am Strauch hängen. Nix gibt's. Also mal ehrlich, wenn da jetzt Hänsel und Gretel durchs Bild rennen würden, würde ich mich nicht wundern. Ach, hier haben wir die beiden, die habe ich ja schon vermisst. Also hier der Wanderfalke, hübscher Kerl, ne? Schnellstes Tier der Welt. Steht ja auch irgendwo wie schnell, mal gucken. Ach so, ja, da steht es, ich kann natürlich nicht lesen. Mindestgeschwindigkeit 150 km/h. Ich meine 220, wir haben mal irgendwann als Höchstgeschwindigkeit im Gespräch gewesen. Und hier haben wir den schönen Kolkraben, auch ein sympathischer Zeitgenosse. Zu hören ist der relativ einfach. Hier steht es auch noch irgendwo. Ah, da. Krork, krork. Das ist wirklich ziemlich charakteristisch. Immer dieser Doppelruf. Und ja, also eben habe ich einen gehört. Nur leider habe ich nicht gesehen. Schade, schade. Aber war relativ nah. Und nochmal ein toller Baum. Heieieiei. Ich bin zu groß. Übrigens hier für die Pilzfreunde unter uns. Ein Pilz. Oh, noch ein Pilz. Heieiei, schon wieder ein Pilz. Hier geht es zum Felsenweg, Felsentreppe trifft es eher, ganz tolles Ding, ganz, ganz tolles Ding, ich gehe den super gerne, ja, ist schon ein kleines bisschen, ganz kleines bisschen anspruchsvoll. Oh, eine Höhle! Saki, bist du da drin? Kein Saki drin. Komisch.